Meine Damen und Herren, dieser Kampf wird präsentiert von Quon. Die Kompetenz in Sachen Kampfsport und Throwdown. Gegen seinen Gegner Wesley Innovation. Es ist Zeit. Das Finale der eigentlich qualifizierte Roman Carpano aus der schwarzen Ecke kann leider aufgrund von ärztlichen Entscheidungen nicht antreten. Am heutigen Abend seinen Kampf von Evolution MMA Offenburg, Philipp Grieble. Daher Philipp Grieble jetzt hier der als Ersatzmann, der, Ecke, ebenfalls der gegen Nico Mal Roman am heutigen Abend aktiv aus Stuttgart, den Fox Stanley Cage, Nicolas Panda Penza. Also Referee, der Kampf geht ganz schnell im Boden. Zur ersten Runde. Ah ja, wobei, ja, wahrscheinlich schon. Ja, ich habe mit Carpano gerade gesprochen. Ihm geht soweit gut, aber das Auge lässt es nicht zu. Linke Auge ist komplett zu. Ja, der ärztliche Tipp ging ja auch schon in die Richtung. Und er hat mir versprochen, er arbeitet mehr an der Deckung. Ja. Er hätte halt eine Chance dann, wenn Nicolas Panza blind wäre, weil dann wäre er der Einäugige unter dem Blinden. Genau. Über einkaufen. Penza wirkt auch ganz gelassen. Ringfrei. Runde 1. Und der Kampf hat angefangen. Schöner Looking vom Panzer. Applaus schön mit dem Jab vor. Wie heißt dein Gegner nochmal? Und auch und dann Knockout. Nico Panzer gewinnt. Knock. Mit der Punch. Ende des Kampfes. Mit Knockout gegen Philipp Grieble. Hab ich auch nie gesehen, dass der Auslauf, sich oder? Als Ersatzmann qualifiziert hat gegen für Nico den Roman. Middleweight Contender Final Fight. Jetzt hätte ich gerne mal eine Zeitlupe. Ich auch, weil das war versehen. Und hier das Urteil. Schneller, siegreicher Tag. Sieger durch Knockout vom Stallion Cage aus Stuttgart, Nicolas Panda Penza. Und somit Herausforderer im Titelkampf gegen den Champion Marvin Naruchka.